Hallöchen ihr, der Nale 4 und willkommen zurück bei Last Epoch. Ja, wo es weitergeht mit einem neuen Charakter und einer neuen Version der Beta, nämlich 0.7.10. Er ist jetzt seit ein paar Tagen draußen. Ein wirklich richtig großes Update, das viele neue Sachen mit sich bringt. Zum einen gibt es jetzt einen Loot-Filter. Oh Gott. Der dafür sorgt, dass du spezielle Gegenstände dir gezielt anzeigen lassen kannst. So. Dann wurden einige von den Grundwerten hier, also von diesen Attributen, komplett überarbeitet. Ne? Also Strength gibt jetzt mehr Armor. Ja, ich glaube 4% mehr pro Punkt anstatt 5%. Dexterity gibt auch weniger Dodge Rating. Intelligence gibt immer noch Ward. Attunement allerdings gibt jetzt nicht mehr hier Widerstände in Fire, Lightning und Cold, sondern 2 Mana pro Punkt. Und Vitalität, auch ganz wichtig, gibt jetzt Leben und Increased Health Regeneration anstatt Poison, Necrotic und Void Resistances. Ja, wie es vor ein paar Patchständen noch der Fall war. Ja, an den Resistances haben sie generell auch nochmal einiges umgeändert. Genauso wie an diesen Additional Defenses. Also hier Armor ist jetzt zum Beispiel so eine Sache. Da stand ja immer noch der Glancing Blow Wert. Den haben sie komplett rausgenommen und haben es durch Armor ersetzt. Ja, das heißt, 25% more effective when protecting health below a threshold. This threshold is equal to 30 plus 3 mal Area Level. Genau, also da müssen wir jetzt auch gucken, wie das mit den ganzen Geschichten aussieht. Ja, ohne Glancing Blow, ich habe keinen Plan. Ja, dann das Skillsystem an sich haben sie auch komplett überarbeitet. Ja, das sieht jetzt momentan so aus. Das heißt, du hast eine wesentlich bessere Übersicht, was kriegt jetzt der Sentinel als in seiner Grundklasse, als Void Knight, als Forge Guard und als Paladin. Ja, wirklich richtig coole Sache. Das Einzige, was ich jetzt hier nicht mehr sehe, sind die Skills, die kein Skilltree haben. Ja, ich meine, es war vorher so ein kleines Symbol da, das dir gezeigt hat, okay, hier den kannst du Skill. Das sehe ich jetzt so hier nicht. Würde ich mir wünschen, wenn es wieder reinkäme, ja, dass ich direkt sehe, aha, okay, Lang kann ich zum Beispiel skillen. Dafür allerdings nach wie vor den Juggernaut Stance nicht. Ja, also da nochmal gucken. Ansonsten schön übersichtlich. Ist eine coole Sache. Auch hier wird direkt angezeigt, was für eine Art Schadenstyp das ist. Ja, also hier Void, hier Physical on Fire, hier noch eine andere Sache. Ne? Ihr wisst schon, wie ich es meine. Auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Dann gilt es dazu noch zu sagen, dass diese ganzen Skills jetzt hier einen Minimum Skill Level haben. Ja, das heißt, mein Charakter, besser gesagt, hat ein Minimum Skill Level, der sich erhöht, wenn ich mich hochlevel. So. Und diese ganzen Skills hier wirken sich auch auf diesen Minimum Skill Level aus. So, das heißt, er ist genau, also die entsprechen dann genau dem Minimum Skill Level, das mein Charakter hat. So. Also, ich weiß noch nicht ganz, wie es funktioniert. Ja, kann man nachlesen in den Patch Notes. Aber das sind wirklich einige Neuerungen hier mit drin.
Ja, die ganzen passiven Geschichten haben sie auch nochmal bei einigen Klassen überarbeitet. Es gibt einige Skills, die fallen komplett raus. Andere kriegen neue Skills, wie beispielsweise der Sentinel hier. Der hat einen neuen Skill, der nennt sich Shield Bash. Ja, das ist das Ding hier. Ja, auch den Hintergrund, ne? Von diesen einzelnen Skills finde ich mega geil, haben sie auch wirklich hier richtig schön angepasst. Das war vorher noch nicht so, da waren nur diese Kreise drum. Also auch vom Artwork her, vom optischen, sehr geil gemacht. Und ich würde mir gerne einen Paladin mit Shield Bash und Kombination Shield Throw gerne hochspielen, denn Shield Bash hat nach erfolgreicher Nutzung hier diesen Knotenpunkt Rebounding. Das heißt, your next Shield Throw can ricochet 5 additional times after using Shield Bash. Das heißt, das Ding springt nochmal 5-mal mehr über, als es eh schon tut. Ich bin sehr gespannt, wie sie es spielt. Bosse und Gegner haben auch überarbeitete Resistenzen und Widerstände und Rüstungstypen, die sich irgendwie komplett anders jetzt noch neu berechnen. Ja, ich würde sagen, hab lange genug This gequatscht. Ich land fange is jetzt mal an. peaceful. I must Und warn them before Raya scorches this place to ash. guck mal, Where was bei rumkommt. are you? Also es sind wirklich sehr, sehr viele Patch Notes. Beziehungsweise eine Fülle an Infos. So. Ich bin gespannt, was sie da jetzt draus gemacht haben. Das ganze Ding steht ja nach wie vor kurz vor Release. Allerdings nicht mehr in diesem Jahr, sondern ich meine, mich erinnern zu können, irgendwann früher nächsten Jahres. Aber wenn sie kontinuierlich weiter so dran arbeiten, dann wird das Ding hier eine richtig, richtig nice Sache werden. Ich bin gespannt. Genau, ich habe ja gesagt, vom optischen her hat sich auch von dem Level-Design einiges verändert. Laut Informationen sind in einigen Kapiteln eine Gebietsänderung mit drin. Und ich bin gespannt, wie es dann aussieht. Schauen wir noch mal. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. So, der liebe Nalef hier übrigens auch wieder ein Solo-Charakter, wie man sieht. Das heißt, er behält den ganzen Bums, den er findet. So, was haben wir denn hier? Fire Resistance. Zweihandhammer, Ring, Iron Axe. Komm, das kannst du alles verkaufen. Passt das? Genau, das Crafting-System. Ich weiß nicht, ob es eben erwähnt hat, haben sie auch noch komplett überarbeitet. Da gibt es auch einige Neuerungen, was diese ganzen Frakturen angeht. Da muss ich aber auch nochmal gucken, wie genau sich das jetzt auswirkt. Du hast zum Beispiel jetzt die Chance, einen kritischen Erfolg beim Craften zu erzielen. Das heißt, du kriegst dann einen Tierrang mehr. Was erstmal richtig cool klingt. Aber da muss ich auch mal einlesen, wie ist das mit den Frakturen auf den Gegenständen, was damit auf sich hat. So, jetzt erstmal hier ganz entspannt wieder leveln. Regenerate Health, ne? Das haut ja echt mal ordentlich rein.
So, was haben wir denn? Ich würde erstmal den obligatorischen einen Punkt hier in Fearless reinsetzen. Ja, den brauche ich ja für den Gladiator. Noch der Charakter wird hier wieder jede Menge Blockchance bekommen. Wegen dem Shield Throw. Und Shield Bash gibt ja auch nochmal irgendwie erhöhte Blockchance und das wird, denke ich, nochmal an Schaden einiges ausmachen. Heather Shield. Siehst du, haben wir schon ein besseres Schild. Traum. Wunderbar. So, der erste Skill könnte man theoretisch schon auswählen. Allerdings mit Level 8 kommt der Shield Bash, da würde ich gerne noch warten und würde den dann erstmal mitnehmen. Na, auf jeden Fall. So, und dann würde ich sagen hier Strength und Fire Resistance, Void Resistance, da würde ich erstmal was rein dem Melee Physical Damage würde ich nicht mitnehmen, da ich ja auf Throwing Attack gehe. Von daher geht das hier rein. Na komm. Jawohl. Denn, auch wichtig, ne? Shield Throw profitiert auch von Strength. Deswegen ist das sinnvoller mitzunehmen. So. Und rein hier. Wieder was länger. Und ein Club. Ich bekomme in den Club. Chris Physical Damage, Melee Critical Strike Chance. Guck mal, den ziehe ich mir nochmal an hier. Jawollchen. Ein Träumchen. Das passt doch. Genau, ansonsten gibt es auch wieder einige neue Unique-Gegenstände und ich glaube auch Set-Gegenstände. Haben es ins Spiel geschafft. Also wirklich sehr, sehr viel an neuen Inhalten und neuen Content. Ich meine auch, dass es mit Abstand der größte Inhaltspatch war, den sie bis jetzt geliefert haben. So. Okay, dann kommt er jetzt. Wow, okay. Okay, das ist neu, dass sie diese
Flächen anzeigen. Oder? War es vorher auch schon? Ich kann mich nicht daran erinnern. Okay, Broadsword, more plate. Jadering, Amulett. So, was haben wir denn hier? Melee Physical Damage. Health Regen per Second, Stun Avoidance, den nehmen wir mit. Macht das Ding mehr Schaden als hier. Kohle. 28, ja, nimm's mit. Gut. Denn ich werde auch wieder hier auf Schwert bzw. Axt gehen. Did Balthus send you? Raya's forces are not finished with us. We don't have much time before more of them arrive. Und ich hoffe, dass sie irgendwann mal eine deutsche Übersetzung abliefern. Fände ich persönlich auch sehr cool, das Ganze mal auf Deutsch zu spielen. Wäre eine coole Sache. So. What is this place? Where did the Osprex go? I'll have to check my surroundings. Hello, what's Satero's name? Okay. Gut, die hängen hier immer noch rum. Ganz entspannt. Ne, ist ja auch Wochenende. Da dürfen die das. Nochmal diese komischen Fledermäuse. So, oh, das, guck mal, da unten er hier, ne? Guck mal. Cool. Und dann geht's weiter zur Last Refugee. So, ist eine Sache, wo ich sehe, wo mein Minimum Skill Level ist. Das weiß ich auch noch nicht. So, Brass Amulet, increased physical damage und minion damage, das nimmst du mit. Stun Avoidance und Health. Health und Fire Resistance, nehmen wir damit. So. Okay, the outskirts. Okay, das ist neu. Das ist neu. Stand down or die. Mal schauen. Yes. God be with you. Na komm, geh drauf. Gut.
Okay, das haben sie neu gemacht. Das sah vorher nicht so aus. So, mal gucken. So, new skill, arrive. Hallo, hopp. Und dass die hier so spawnen, das ist auch neu. Coole Sache, okay. So, Great Swords, nehmen wir mit. So, gehen wir erstmal hier runter, ne, und sammeln die ganzen Kollegen ein. Armor increase the dodge rating. Okay. Stay safe. Ja, das werde ich. Grüne Truhe. Added Armor, Ancient Tome, a Battered Helm. Und das Heather Shield hat eine erhöhte Block Effectiveness als das andere. Gut. Ansonsten. Passt das doch. Gut. Und schon Level 7. Ja, wunderbar. Ja. Na komm. Also, hier hin, dann können wir den Gladiator mitnehmen. Auf jeden Fall. Okay. A mace or a scepter equipped. Gut. Aber ich denke Level 8, ne? Das ist auf jeden Fall noch drin. Heather Shields, Block Chance. Stand down or die. So, gehen wir erstmal hier wieder zurück, denn der Typ ist da oben. Wie immer. Down or die. Den Ring noch. Und da hinten ist er. Where are you going? So, hier hoch.
Und jetzt noch den lieben Grunt. Und dann haben wir sie alle gerettet. Wow. Also ein Voidboard von den Dingen haben sie auch neu gemacht. Schön. Also wirklich auch viele neue Animationen. Hey, mega. Finde ich gut. Das lässt das Spiel auch gerade echt viel schöner aussehen. Okay. Vielleicht reicht's fürs Level Up. Ich glaube schon. Boah, das ist ja echt ätzend. Dass sie den nicht treffen. Okay, Shield Bash. Wunderbar. Hammer. What brings you here? Okay. Also, das kommt raus. Das kommt raus. Shield Bash machen wir mal auf die 1. Und das Ding hat einen Cooldown. Alle Klärchen. Oh, select the skill. Also, Shield Bash. Rein damit. Cooldown 10 Sekunden. Okay, a melee directional attack that stuns enemies for 1 second. 100% increased stun duration against non-boss enemies. 1.5% more damage per 1% block. Chance up to 150% multiplicative with other modifiers. Profitiert von physical melee und strength. Okay. Shield Bash grants you additional block chance and block effectiveness for a short duration after use. Für 4 Sekunden ist einiges. Das heißt, 15% Block Chance. Block Chance wirkt sich wiederum auf den Damage von dem Shield Throw aus. Also denke ich mal, dürfte das eine richtig, richtig assig geile Kombi werden. Probier's mal. Das heißt, du gehst dann zum Gegner, smackst ihm dein Schild ins Face und haust ihn dann runter, ne? Bam! Und Block Chance 25%. Ist ja die Sache, ob ich das Ding auch oder den Cooler noch von wegbekomme. Und es dann hat echt einen richtig großen Radius. Ganzen Viecher. Ja.
Und pflückt auch gut Damage rein, ja? Okay, kann man was mit anfangen? Bam. Nice one. Ich denke, mit Vengeance dürfte es auch echt mega gut abgehen. Aber ich würde gerne erstmal hier hin auf Shield Throw das Skill. Aber das sieht auch anders aus hier, ne? Stand down or die. Aber 10 Sekunden Cooldown ist schon ein Wort, ne? Okay. Und das Portal sieht... Das sieht auch nochmal anders aus. Okay, Council Chambers. Schauen wir mal. Nein. Nein, wie geil. Oh, das sieht so viel cooler aus. Das sieht so viel cooler aus. Guck mal, den haben sie in den Stuhl gepackt hier. Oh, schön. Ah, cool. Oh, nice one, ey. Auf jeden Fall. Okay. Oh, das sieht sehr geil aus. Das sieht sehr, sehr geil aus. Gefällt mir richtig. Richtig gut. Oh, die ganzen Abzweigungen hier. Okay, cool. Macht auf jeden Fall was. Sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Cool. Doch, gefällt mir. Portal, you can now use your portal to return to your last visit town. Das ist auch neu hier, ne? Das Gebiet. Oder? Ja, ne? So, wie sind das eigentlich von der Map her aus? Ganz anders, wesentlich weniger Wegpunkte. Wesentlich weniger. Cool. Okay. Macht es auch irgendwie übersichtlicher, finde ich. Okay. Shield Bash hat jetzt einen weiteren Punkt. Okay. Das Ding kann ich zwar noch nicht, will ich aber dann auch bald mitnehmen. Remove. A protective Impact. 6% bei Blockchains. Das ist mega cool. Das klingt hier nach wirklich sehr, sehr mächtigem Skill.
geil gemacht. Das ist so gut gemacht. Okay, Stufenlage. Hebe ich mir den auf für den Shield Throw. Bam. Oh, das sieht. Ich finde diese neuen Animationen sehr, sehr geil gemacht. Sehr, sehr geil gemacht. Damage. Kann ich einen Trank mehr tragen? So, gibt's denn noch was? Habe ich noch irgendwas hier übersehen? An Loot. Und so. Ich glaube nicht. Okay, weiter geht's. Block Chance. Mittlerweile bei 27%. Gut. Und der neue Skill. So, dann zurück zu den Council Chambers. Aber ich würde sagen, dass Penny and Study nehmen wir auch noch mit. Ich schon mal hier bin. Oh, ich finde, das sieht. Ich finde, das sieht so, so schön aus. Es sieht so unglaublich gut aus. Oh, die Bücher auch hier. Sau cool. Weg hier. Ja. Ich finde es ja doch noch mehr Detailreichtum, ne? Sehr geil. Sehr cool. Okay. Ich glaube, hier lang zum Study. Ezra's Study war, meine ich, in den letzten Versionen recht einfach gehalten. Body Armor. Okay, was kann der denn? Doublet of Onus Tunnel. Mehr Health. Minions have 40% chance to bleed on hits. Und increased bleed duration. Okay, gut. So, dann müssen wir die hier weg.
Das ist schon eine Reichweite, ne? So, dann rein hier. Das Ding hat einen separaten Wegpunkt. Okay, seit wann? Oh, das ist cool. Oh, das ist so geil. Das ist so schön. Neue Gebiete, neue Sachen. Ey, ich feiere das gerade. Effekt auch mega, mega nice. So, jetzt ist die Sache, ob die sich hier den AP-Balken teilen, das tun sie. Eine macht Frost, der andere macht Blitz und der letzte macht Feuer. Also die Sachen, die der liebe Panion immer gemacht hat, die teilen sich deutlich den HP-Balken. Ah, okay. I cannot do that. Und geben sich noch ein Schild. Es sieht so schön aus. I cannot do that. So, und jetzt du. Okay. I cannot do that. Na komm, bleib stehen. So. Gut. Return to Elder Gaspar and tell him that Elder Panion is missing. Das heißt, der fehlt noch. Den gilt's noch platt zu machen. Alles klärchen. Upgraded Minimum Skill Level 2. Cool. Sehr geil. You feeling lucky? Stay safe. Okay, ein Amulett bekommen. Gambler's Fallacy. Critical Strike Chance. If you have not dealt a critical strike recently. Less critical strike chance if you have dealt a crit recently. Okay. Und dann gibt's hier. Eine neue Quest. Okay. Stay safe. Gut. Und noch ein Punkt. Weiter hier rein. Und auf geht's. Zum Precipice. Viecher hier, es ist so geil. Ganzen Kapuziner-Kläuse. Schön.
So, hier, da, jetzt noch weiter in. Minimum Skill Level increased. Minimum Skill Level dictates how many skill points your skills start with when you specialize in them and how many skill points will be retained when de-leveling a skill. You may de-level a skill if you want to change your skill tree allocations. As you level up, your minimum skill level will also increase periodically. Okay. I understand. Das heißt, wenn ich jetzt hier was nehmen würde, wie wäre das dann? Wäre das dann bei 2 oder wie? Das gilt es dann herauszufinden. Okay, bin ich mal gespannt. So, ich hätte verkaufen sollen, ne? Ich lümmel. Und die Türme sehen auch anders aus, ne? So, gehe ich erstmal hier lang. Kommt alle zusammen. All together. Right now. Bam. Too heavy. Too heavy. I cannot do that. Ja, dann gehst du gleich mal in die Stadt, ne? Und du verkaufst den ganzen Lachs. Zusammen. Auf geht's, Gruppenkuscheln. So ding ist das. Okay, Guardian Glyphe. Und weiter geht's. Das ist ein Wegpunkt. Sehr gut. Oh Gott, ja, das war ja auch noch. Okay, das ist auch neu. Damit auch unterbrechen. Gut. Aber die Hälfte haben wir schon. Okay. Ganz entspannt ausgehen.
Ed noch. Und hau weg den Peter. Nichts. Jetzt die Hunden. So, den Dino nehmen wir noch mit. Den Boss. Na, mein Bruder. Uses paralyzing spit. Heather Shields. Block Chance, Block Effectiveness, Dodge Rating. Warte mal, ich habe doch noch anderes gehabt. Ich lurch. Aber das hier ist besser. Dodge Rating, was hat das gehabt? Health. Nehmen wir das hier. Void Resistance ist aber nicht. Kannst du euch mal anziehen? Passt das? So, würde ich sagen, geht's dann auch rückwärts in der Zeit. Ja. Durchs Portal. Gut. Und hier entlang. So, ein Level Up nehmen wir mit. Oh Junge, jetzt trefft ihr noch. Türme sind auch neu, ne? Die heißen jetzt auch anders. Na komm. Upper District. Where are you going? You there, please tell me the way to the council chambers is safe. I might not be too late for the others. Okay. Gods. Scheint auch eine neue Quest.
So, dann haben wir hier. You block the first few hits after using Shield Bash if Shield Bash has a cooldown. Hits block one per point. Okay, aber ich brauche erstmal hier die Block Chance noch. Und den letzten Punkt hier. In Gladiator. Drückt aber gut rein hier. Und der Schild. Na komm, kippt auf. Gut. Ein Wegpunkt. Broadsword, da ist das hier besser. Resistance, nimmst du mit. So, dann haben wir hier was. Okay, Husks zerstören. Champions und Boss. I cannot do that. Lederhandschuhe mit Attunement. Ancient Tome mit Attunement. Okay. Ja, District, da sind wir ja fertig, ne? Wegpunkt haben wir ja auch. Shields, Void Resistance und Lightning Resistance. Und noch ein Omelette. The Claw, okay. Too heavy, too heavy. Dann lernen die ganzen Bombs und dann passt das. Damage reflected to attackers. Gut. Die Tür.
jetzt zu Armory. Die auch ganz neu ist. Ey, es ist so geil. Sehr cool gemacht. Okay. Ihr Lieben, fresst meinen Shieldbash. Jawohl. White Fused Forge. Okay, der ist neu. Puh. Boah, geil. Mega. Okay, das heißt, er macht die beiden Angriffe. Rattert und knattert. Okay. Und macht so ein... Okay. Jetzt kommt wieder das hier. Da macht er wieder den Spray. Okay. Also recht simpel. Easy peasy. Okay, Blockchain ist schon bei 38%. Okay, kann sein, dass der Radius immer größer wird. Von dem Ding. Nice one. Okay. Cool. Sehr geil. Neuer Boss. Ich freue mich. Hammergut. Nice, nice, nice. Das finde ich cool. Das finde ich richtig geil. So viel Neues. Und der letzte Patch, ne? Der ist ja auch gar nicht mal so lange her. Okay, find the Quartermaster in the Armory. Da haben wir 5-5. Machen wir hier weiter den rein. Es sind einige. So, was kann das denn? Melee Lightning, Fire und Health and Kill. Das ist doch mal auf jeden Fall mehr als das, was meins kann. 71 auf jeden Fall. Okay. Uh-huh.
geht's. Also. Ein Ruby Amulet. So, die Türme hier, ich finde, die sehen viel cooler aus irgendwie. Sind zwar immer noch genauso scheiße nervig. Aber sehen doch dezent hier besser aus. Also man erkennt noch diese Grundstruktur von dem Level, ne, vom Aufbau her. Aber dass sie das innerhalb von dieser kurzen Zeit nochmal so dermaßen überarbeitet haben. Sehr geil. So. Passen. Physical Resistance. Oh, dieser Turm, ne? Ganz im Ernst. Okay, der hat was. Quartermaster Manus. Terra, watch over you. Yeah. Yeah. Mega, das hat geschellt hier. Stay back. Jetzt haben wir es korrumpiert, ne? Das heißt, er macht das alles nur in größer. Okay. Und
cave in. Okay, den Spout in 360 Grad. Oh, das ist echt sehr, sehr gut. Das heißt, eine Cave in kannst du. Okay. Ich einiges unterbrechen hier. Okay, das kannst du nicht unterbrechen. Recht simpel. Es ist ja schon gut, dass er einige von diesen alten Fähigkeiten beibehalten hat. Echt entspannt runterspielen. Okay, Cave unterbrechen. Jetzt kommt wieder der Stahl. Den macht auch immer mit dem Uhrzeigersinn. Okay. Aber wahrscheinlich sollte ich eher diesen Strahl unterbrechen. Simpler Bossfight. Und den castet er auch immer in der Mitte. Ich bin dabei, mein Lieber. Aber recht entspannt runterspielen, dann passt das. The Void gave him such power. If only it hadn't taken his mind as well. Gut. Alle ab. Na, da geht's. Gib mir das Ganze ab. Und dann passt das doch. God's be with you. Es gab passiven Punkt. Und die Idle Slots. Sehr schön. Gut. Alles klärchen. So, ihr Lieben. Wie geht's weiter? Increase Damage per Point und Stun Avoidance. Iron Master T. Wüsste ich jetzt nicht, aber ich mache erstmal hier den erhöhten Damage. Und wie es dann hier noch weitergeht. Greetings. Sehr schön. Do not dwell on regrets. Das erfahren wir dann May I tear a smile upon you? In der nächsten Folge. Ja. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Ja, es macht mega Laune, richtig geil. Ich feiere das Update. Ja, bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.